Christian, meine Damen, recht schönen guten Abend, meine Herren. Hier sind sie, die Erdbeeren. Was sind die nicht schön? Heute Erdbeerknödel aus Topfenteig. So, wir können dann gleich mit dem Teig beginnen. Ich habe den Topfen selbstverständlich vorher passiert. So 35 Dekagramm, 8 Dekar Grieß, 8 Dekar griffiges Weizenmehl, eine Prise Salz und ein ganzes Ei und ein Ei-Dotter. Und nun rasch einen Teig kneten. Ja, meine Damen, und sollten Sie dann vielleicht sehen, dass der Topfen etwas zu feucht wäre, also dass er zu nass ist, dann müsste man halt ein bisschen Mehl und vielleicht ein bisschen Grieß noch dazugeben. Diese Speise kann man natürlich nicht nur im Sommer, sondern auch das ganze Jahr hindurch zubereiten, und zwar mit Tiefkühl-Erdbeeren. Nur würde ich Ihnen dann natürlich schon empfehlen, die Erdbeeren im tiefgekühlten Zustand zu verwenden, dass sie wirklich fest sind, denn wenn sie aufgegangen sind, werden sie etwas zu weich und dann lässt sich natürlich das nicht mehr so schön und so gut verarbeiten. Ganz leicht bemehlen und nun eine unterarmstarke Schlange formen. Von dieser unterarmstarken Rolle schneiden wir Zentimeter starke Scheiben herunter. Die Erdbeeren werden vor Gebrauch, also entstielt, Stängel herausgenommen, gewaschen und dann auf ein Sieb zum Abtrocknen gelegt, denn sie müssen dann wieder sehr trocken sein, also sie dürfen nicht zu nass sein. Jetzt etwas den Teig mit den Fingern so formen, flach drücken und dann Erdbeere hineingeben und nun zusammendrücken, nun zu Knödeln formen. Die können wir jetzt bereits ins kochende Wasser einkochen. Die Kochdauer bei den Knödeln beträgt 10 Minuten. Und zwar werden die Knödeln ins leicht gesalzene Wasser eingekocht und dann eben herausgenommen. In der Zwischenzeit schon unsere Butter mit den Bröseln zustellen zum Rösten. 8 Dekar Butter, 8 Dekar Gramm Bröseln. Die Knödeln vom Wasser nehmen, gut abtropfen lassen und nun in die Bröseln schwenken. So, richtig, dass sie von allen Seiten mit Bröseln überzogen werden. Eines, meine Damen, möchte ich Ihnen allerdings noch anschneiden. Ich möchte es Ihnen noch zeigen, wie es innen ausschaut, weil sonst glauben Sie vielleicht, naja, der hat da gar keine Erdbeeren drinnen. Und hier sind die Erdbeeren. Meine Damen, ich wünsche Ihnen und auch meine Herren natürlich zu der Speise, zu den Erdbeerknödeln aus Topfenteig, einen recht guten Appetit und darf mich wieder von Ihnen auf das Allerherzlichste verabschieden. Mit einem Küsse, meine Damen. Und auf Wiedersehen, meine Herren.